ein so wirklich erfolgreiches Online-Business. Und das ohne selbst Business Coach, Marketingberater oder Sales Trainer zu sein. Wie ist das möglich? Was sind die Unterschiede und was braucht es? Lass uns darüber plaudern. Du bekommst meine besten 3 Tipps, die für mich den wirklichen Unterschied gemacht haben. Mein Name ist Maria Husch. Ich bin Einrichtungsberaterin hier in Wien. Und ich habe vor über 3 Jahren meinen Blog gestartet, damals mit der Idee, andere Leute zu informieren, was die Räume für uns tun können. Meine bestehenden Kunden, denen Geschichten zu erzählen und einfach einen Link zu schicken, statt jedem Einzelnen zu schreiben. Heute habe ich ein wirklich erfolgreiches Online-Business. Und so oft werde ich gefragt, Maria, wie hast du das gemacht? Berichte uns, was sind deine Tipps? Du bist da ein wirkliches Vorbild, erzähl uns doch einmal. Genau das gibt es jetzt in diesem Webinar am 16. September um 20 Uhr. Melde dich gleich an unter www.mariahusch.com/event. Da plaudern wir darüber, über meinen Weg. Wir können quasi Maria backstage hinter die Kulissen von meinem Online-Business schauen. Ja, heute reise ich, bin unterwegs, habe viele Kunden, Follower. Ich habe die Möglichkeit, ein Team zu haben, Dinge auszulagern, dadurch viel mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, die mich wieder weiterbringen. Ich habe genug Geld am Konto, um zu investieren in neue Ideen. Und das Allerbeste, ich bekomme so viele wunderbare Nachrichten von meinen Kunden, von meinen Fans, von all denen da draußen, die mir Danke sagen für die Motivation, für die Veränderung, die mein Tun in den Räumen möglich gemacht hat. Das gibt mir jeden Tag die Energie, wirklich weiterzugehen. Und das war nicht immer so. Früher habe ich für jedes E-Mail stundenlang gebraucht. Ich habe ewig herumgetan, um ein Ding umzusetzen, das dann wieder nicht funktioniert hat. Und es war immer der Gedanke hier, es wäre viel leichter, wenn ich Online-Business-Berater wäre, wenn ich Unternehmensberater wäre oder was auch immer. Irgendwann habe ich diesen Gedanken aufgegeben. Und das war die große Veränderung. Und ich habe 3 Dinge getan. Erstens habe ich mein Business, mein Thema, die Räume, so richtig sichtbar gemacht. Und ich habe mein Warum, warum möchte ich mein Herzensthema in die Welt bringen? Und zwar in wirklich großem Stil. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe das wirklich im Detail nochmal angeschaut, dass es wirklich im Herzen ankommt. Die gesamte Geschichte bekommst du, wie gesagt, im Webinar dazu. Das hat dazu geführt, dass diese Gedanken nicht mehr notwendig waren. Denn ich wusste, abgesehen von dem finanziellen Erfolg, habe ich ein großes Warum dahinter, das nur mit meinem Herzensthema möglich ist und nur dann, wenn ich wirklich viele Menschen erreiche. Denn es gab Zeiten, da wurden mir angeboten sogar Geld, damit ich anderen eine Marketingstrategie mache für Beratungen, die und die Dinge, in Social Media, was auch immer, wollten die Menschen meine Tipps. Trotzdem bin ich bei meinem Thema der Räume geblieben und nur sehr selten gibt es so ein Spezialwebinar, also nütze da auf jeden Fall. Was war das Zweite? Ich habe mich mit denen verbunden, die auch ein erfolgreiches Online-Business haben und nicht selbst quasi B2B-Kunden haben, sondern an Endverbraucher verkaufen. Und dort habe ich gesehen, dass das ein bisschen anders ist. Ich bin selbst Kunde geworden von denen, die das erfolgreich umgesetzt haben, auch in Amerika und so weiter, um die Unterschiede selbst auch zu sehen. Und habe immer mehr auch dadurch das Gefühl gestärkt, ja, es ist wirklich möglich.
Und das Dritte, ich habe natürlich von Anfang an verschiedene Business Coaches, Berater gemacht. Mein großer Tipp ist immer, jemanden an deiner Seite zu haben, den du fragen kannst, wenn es wirklich steckt. Da erzähle ich dir auch noch mehr, was ich da Schritt für Schritt getan habe. Aber ich habe all die Informationen in einem ganz neuen Licht gesehen. Ich weiß, das sind viele, viele Möglichkeiten und ich kann das aussuchen, was für mich und meine Kunden funktioniert. Und je mehr ich davon umsetze, desto mehr Menschen kann ich erreichen und desto mehr werde ich mein großes Warum auch unterstützen. Und das hat alles in Bewegung gebracht. Ich habe mir die gesucht, die ermöglicht haben, da auch Verschiedenes auszuprobieren. Und ich habe gesagt, ja, es ist ganz okay, dass ich gewisse Dinge nicht habe. Zum Beispiel, so Riesenprogramme um 5.000, 6.000 Euro zu verkaufen. An Endkunden, die eine Herausforderung mit Ordnung, mit Geld haben und vielleicht sogar arbeitslos sind. Das wird nicht funktionieren. Ich muss andere Dinge schaffen, die mich so wirklich weiterbringen, und über all diese Dinge, die Details und meinen Weg plaudern wir im Webinar. Also die drei wichtigen Tipps nochmal zusammengefasst. Stärke dein Warum genau für dein Herzensthema. Verbinde dich mit denen, die selbst das auch schon umgesetzt haben, so wirklich erfolgreich sind, obwohl sie kein Business Coach sind. Übrigens, das heißt natürlich nicht, dass du die Business Coaches und ihr Wissen nicht nützen sollst. Ich liebe es und ich verfolge sehr, sehr viele davon. Ich habe sehr viele Programme auch und so weiter. Das Dritte, nimm aus allen diesen Programmen das, was für dich wirklich funktioniert. Bleib da dran und lege los. Ja, es wird nicht immer leicht sein. Es wird nicht immer leicht sein für die einen und für die anderen. Für die, die Endkunden haben, für die, die an Unternehmer und Unternehmerinnen verkaufen. Wichtig ist, dran zu bleiben, dass du wirklich dahinter bist. Und eins weiß ich, es ist möglich und es ist die größte Freude, ein so richtig funktionierendes Online-Business zu haben, das dir die Freiheit gibt, die wirklich wichtigen Dinge zu tun in deinem Leben, das dir auch die finanzielle Freiheit gibt und die Möglichkeit, mit deinem Herzensthema so wirklich viele Menschen zu erreichen. Ich freue mich riesig, dich im Webinar zu sehen. Teile es mit anderen, vielleicht kennst du jemanden, der überlegt, ein Online-Business zu starten. Vielleicht kennst du andere, die schon eins haben und das wirklich in einen Erfolg führen möchten oder einfach nur über dieses Thema mit mir plaudern möchten. Ich freue mich riesig, wenn du es teilst mit anderen und wenn wir uns sehen am 16. September um 20 Uhr. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Das ist mein Motto und mein Warum. Mehr dazu dann im Webinar.